das sich zahlreicher Kilometer unter der Erdoberfläche befindet. Recht friedlich dort unten. Das wird nicht geschehen. Ich kämpfe bis zum letzten Blutstropfen. Ihr werdet mich nicht einkerkern. Ihr habt kein Recht, das zu tun. Ich werde das nicht zulassen. Ihr könnt es ja versuchen, aber ich glaube nicht, dass es euch gelingen wird. Ich befinde mich hier im Recht. Ja, du hast einfach kein Recht dazu. Eure Meinung zählt ja nicht. Und abgesehen davon habt ihr wohl kaum eine Wahl. Natürlich könnt ihr kämpfen, aber ihr müsst gehen. Gegen sechs Hafner antreten. Das Kräfteverhältnis ist recht eindeutig. Ja, ich würde aussagen, dass ich gewinne. Nein, Galviari. Da seid nur ihr und eure vier Schergen. Ich werde mich nicht daran beteiligen. Schildkröte, ihr seid mein Waffenbruder. Ich kenne euch und ich weiß, dass ihr ein gutes und aufrichtiges Herz habt. Ich werde gemeinsam mit euch hier kämpfen. Ihr habt einen Fehler begangen, Jahera. Mit seiner Einkehrung hätte ich meinen Wunsch, Herold zu werden, verwirklichen können. Aber nun kämpft ihr gemeinsam mit diesem Monster gegen die Hafner. Hafner dürfen sich einmischen, aber nur dann, wenn es der guten Sache an und für sich dienlich ist. Nicht so, ich kenne euch nicht mehr. Ja, die sind böse, wir sind lieb und, ja? Naja, wir sind lieb ist auch ein bisschen, Sie sind Faschisten, sagen wir es so. Brennende Faschisten. Hoffentlich sterben da. Okay, wir laufen da mal hier. Hier ist so ein Magier, den töten wir erstmal weg. Und hier ist viele Magier. Bleiben bleibt dahin. Und ja, Hera, du machst irgendwas Tolles. Was gibt es? Ja, Bleiben, da bitte hin. So, Erik. Oh Mann, jetzt. Wen hab ich denn? Du, Bleiger. Geh dahin. Okay, einer schon Opa. So, sag mir, was doch. Kommt der oh, Mann. Ja, immer schon unterwegs. Was war alles klar? So, stürz dich in mein Schwert und nähre die Erde. Kannst. Minsk mit dem Schwert zu leben heißt gut und gut. Einer ist noch übrig. Und das ohne. Ah, er hat ein Erdgolem beschworen. Niederer Erdelementar. Oh, hat er ja. Oh, er gibt nicht mehr Erfahrung, weil er beschworen ist. Ja, ich fürchte, alle sind alle. Ich hoffe, das bringt was. Hat dumm gelaufen für die Hafner. Ich glaube, ich habe nicht mal einen Treffer abbekommen. Ja. Nein, wie peinlich. Egal, Ausrüstung für mich. Ein Engelshautring. Wurfmesser? Nee, wollen wir nicht. Ein Katana plus 1. Wir haben davon ja erst 4 Stück oder so. 2 gekauft, den Rest gefunden. Ja, die sind auf jeden Fall zu nicht... kenne ich den Ring nicht zufällig? Sag mir, was zu tun ist. Leider, ach, du kannst das nicht sagen, dass ich leider im Moment keinen Zauberer habe, weil ich demnächst ja noch einen haben werde. Was ist denn das Schönes? Vor mal. Das ist ein Zauber, plus 1 Grad, 5 bis 7. Ring der Vielfalt. Der mit starkem Zaubern belegte Ring ermöglicht es dem Magier, sich mehr Zauber einzuprägen, als er es normalerweise könnte. Der Ring wurde ursprünglich von Schildkröte in Auftrag gegeben. Es heißt, dass er dafür eine Menge Gold bezahlte und große persönliche Opfer brachte. Was? Wieso steht mein Name in dem Text? Hier gibt es nicht wirklich einen Charakter, der so heißt wie ich. Das wäre unwahrscheinlich. Was gibt hier noch? Sind alle up? Ja, hier ist nichts mehr. Was ist das überhaupt für eine Figur? Mystria, die Göttin der Magie. Und wie man sagt, eine Freundin der Hafner. Ja, ihr seid alle tot und das ist gerecht. Finde ich. Achso, hier waren ja noch irgendwelche Gänge. Ich die können denke, wir uns ich kann auch auf einer tanzen. Fallen suchend. Ich glaube, hier gab es nämlich noch so. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine Treppe, da können wir gleich auch nochmal hingucken. Ich meine, hier gab es noch so ein paar Sachen, die man plündern konnte. So, such mal weiter. Und das Ganze recht zügig ging. Nichts. Ah, im Auge ist eine Falle. Die Hintergrundmusik ist auch recht schön. So ein bisschen Klaviergeklimper. Hört man leider wahrscheinlich kaum. Ich höre das selbst kaum, obwohl ich das Ding in meinem Ohr volle Lautstärke habe. Was haben wir hier? Hafner-Amulett. Ja, jetzt hört's mir. Und hier haben wir einmal die Geschichte von Durpar und Vare. Interessiert mich jetzt nicht so. Das Auge gucken wir auch noch gleich. Und hier haben wir noch eine niedere Luftelementar, ein Trank und die Geschichte der Drachenküste.
Ja, die Drachenküste, der alte Name der Schwertküste. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Bin ich mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Hm, hier ist ein Berg mit Büchern. Das lohnt nicht, reinzugucken. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Ja, ich würde sagen, die Hafner liegen jetzt schön hier in ihrem eigenen Blut, bis auf der eine, der über den ganzen Raum zersplattert wird. Was soll ich tun? Das Spiel nicht speichern. Dann halt nicht, dann gehen wir halt raus und speichern da. So. Ja, dann gucken wir mal eben, was wir da noch gefunden haben. Sag mir, was zu tun ist. Das Hafner-Amulett hatte, glaube ich. Das ist einfach so, ja, Katana plus 1, wer hätte das gedacht. Ja, Shimo, du hattest auch hier. Was ist das? Helmschutz vor Bezauberung. Kann praktisch sein. Hier das Hafner-Amulett. Alle Hafner, auf die ihr bisher getroffen habt, tragen dieses Amulett. Vielleicht identifiziert sie das als Hafner. Könnte es in diesem Gebäude einen Bereich geben, in den nur Hafner vordringen können? Ja, könnte es. Ich kann das Amulett... Ah ja, stimmt, ich wollte da drin ja noch was gucken. Und ziehe ich das Amulett auch mal an, falls die Geister wieder da sind. Ich wollte ja noch oben reingucken, ob Herr Xada irgendwie sich hinteleportiert oder reinteleportiert hat. Um, was zum... Notfall Steinhaut. Aber er ist doch tot. 1, 2, 3, einer wurde zersplittert, ja. Ich kann das Spiel nicht speichern. Vielleicht lebt der eine ja doch noch. Hm, ich meine aber nicht. Waren die nicht zu fünft? Ach, ist mir doch egal. Dann gehe ich da gleich nochmal durch. Okay, hier wollte ich eigentlich schon mal nicht hin. Gibt es jetzt vielleicht was zu metzeln? Hm? Nein, Schwert, leider nicht. Irgendwie ist da noch einer drin, aber irgendwie möchte der sich uns nicht zeigen. Und wir haben leider nicht mehr diesen lustigen Aufdeck-Zauberspruch, mit dem man Unsichtbares einfach mal so entdecken kann, wenn man möchte. Ico attackiert ja... Ah! Ein Dieb! Den hätte ich ja beinahe übersehen dann. Ja. Das war's auch mit ihm. So, jetzt sind aber alle tot. Was hat er denn dabei? Ein Kurzschwert und ein Heiltrank. Und das war's? Ne, 50 Gold noch. Gut, dann müssen wir in Minsk. Geh das mal an. Nimm das noch mit. Dankeschön. Und jetzt gehen wir nochmal nach oben und gucken, ob Xara da ist und noch seinen Montreran sucht oder wie er heißt. Oder Montreran oder Monty. Ja, er küsst ihn mit Monty ab. Also nennen wir ihn auch einfach mal Monty. Gute Idee, das mir so, keine Geister hier. Hier vielleicht jemand. Können wir nochmal einen Vogel rausziehen? Ich warte. Komm, der Rede wert. Hier gehen wir da rein. Und hier oben hin. Wir sind zu weit entfernt, um das zu benutzen. Dann gehen wir hier oben hin. Und ich weiß ja nicht. Wir haben den Leichnam ja noch immer. Wir wissen bloß nicht, wo Zahl ist. Vogelhaft gibt nichts mehr von. Achso, da gibt es nichts mehr drin. Ganz toll. Meine Lippen sind so trocken, dass ich anfange zu nuscheln. Ich kümmere mich drum. Also noch schlimmer als sowieso sonst schon immer. Naja, ich versuche das alles zu verbessern. Zumindest langsam und stetig. Ne, hier ist schon mal niemand. Warum verlässt er auch einfach sofort meine Gruppe? Sagt mir, was ich bin bereit. Hier wird ja wohl kein neuer Mantaron irgendwo drin liegen, den ich ihm jetzt bringen muss. Nee, scheint nicht so. Da sind auch Zauber drin. Welche Christin war das? War das die? Wir haben gerade Platz. Ah, nee, haben wir doch nicht. Ihr braucht Yoshimo, geh du mal daran. Hier unten war doch auf jeden Fall der Brief in dieser... genau, auf diesem Tisch, vielleicht steht er ja hier rum. Ich warte, was soll ich tun? Hier geht mal hinterher. Wo soll ich euch meine Fähigkeiten und mein... Ich in, ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Da ist auch nichts mehr drin. Und hier ist der vermutlich dann auch nicht drin. Ich würde gerne wissen, wo der hingerannt ist. Weil der macht unseren heldenhaften Status ja eindeutig nicht und ist darum sofort wieder aus der Gruppe ausgetreten, nachdem er eingetreten war. Der Depp. Ah, man kann nicht alles haben, aber trotzdem. Ich kümmere mich auf jeden Fall alle. Das ist gut so. Ja.
Die Ausrüstung, da braucht niemand. Hier gibt es nichts mehr. Können wir jetzt mal hier rausgehen? Wisst ihr, woher Xar jetzt ist? Aber nein. Vielleicht muss ich mal im Internet gucken, wo der standardmäßig anzutreffen sei. E-Card? Nein. Vielleicht kommen wir jetzt auch hier wieder rein. Oh, immer noch verschlossen. Was ist da überhaupt drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Sehr gut.